So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, wir haben ja gestern schon gesehen, was wir heute machen müssen, ne? Wir müssen entsprechend ernten. Ja, und da hinten müssen wir eigentlich wieder Saat draufbringen. Geflügt ist, aber die Saat fehlt noch. Mal gucken, das müsste hinhauen, ne? Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das war mir doch so, dass der das nicht konnte. Ja, verdammt. Hätte ich mal gleich auf meine innere Stimme gehört und gesagt, nein. Ich hole den anderen Traktor. Oh, naja, egal. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo habe ich denn die Maschine hingestellt? Ich glaube, wieder neben den einen Unterstand hier, ne? Hier müsste es doch sein. Ach ja, guck mal, da steht's doch. Da muss ich andersrum. Ne, egal. Nehmen wir den gleich. Ja, müssen wir mal drehen. Dann ziehen wir das kurz rüber und dann sind sie ganz glücklich. Mal gucken, gleich wird wieder die Milch verkauft und wir kriegen noch mal ein bisschen was von... Ach, scheiße, Mann. Warum? Ja, also kriegen wir gleich auf jeden Fall noch mal was von unserem, von unserer Plantage. Genau. Da liegt er wie so ein Käfer, ne? Mhm. Ah, kein Ding. Mit so einem Riesentraktor, da schubst du alles um. So, los, lauf. Wir haben es eilig. Wir wollen dieses Jahr noch ein bisschen was schaffen hier. Ha! Ach ja, diese tollen Witze immer, ne? Ja, ob das dieses Jahr noch was wird? Ja, echt jetzt? Wirklich? Serials? Bist du dir ganz sicher, dass du diesen Witz bringen möchtest, den du jedes Jahr bringst? Och, ist immer schrecklich, wenn diese Leute, ne? Das ist so wie die Leute, die einem immer wieder das Gleiche erzählen, ja? Wo du dann mittlerweile schon das Gefühl hast, du hast diese Geschichte selbst miterlebt, weil du mittlerweile jedes kleinste Detail dieser Geschichte kennst, dieser Erinnerung und, sie wirklich nachempfinden kannst. Du hast mittlerweile schon dieselben Emotionen wie der Erzähler und bist ganz aufgebracht an mancher Stelle und ja, ist schon hart. Ich kenne das aus eigener Erfahrung von manchen Leuten, ja. Da. Das ist hart. Das ist echt hart. So. Genau, ganz vorsichtig hier. Dann hacken wir jetzt hier aber übers Feld. Also müssen wir, ne? Ja, genau. Juhu! Das ist super geil, ey. Vorsichtig, langsam, mein kleiner Freund, langsam. Ah, das ist mal ein Lieferservice, du hier, hä? Naja, so macht man das aber, ne? Unter Agrar-Homies. So. Jetzt mal gleich mal zurück. Zapfwelle noch dran. Sehr gut. So, den parken wir hier an der Seite. Weil den brauchen wir ja dann wieder, ne? Genau, so.
von der Wächternacht. Ja, hoffentlich haben wir die Handbremse richtig angezogen, sonst wird es ein lustiger Spaß. Mhm. Okay. Ach so, warte mal, ich habe ja noch was drin. Was habe ich denn hier eigentlich angebaut, du? Bevor ich jetzt hier irgendwas ernte und ich gar nicht weiß, was wir da angebaut haben. Was ist denn das? Weizen. Haben wir noch irgendwo einen Anhänger? Hm, sieht hier nicht so aus. Da hinten, doch, da sehe ich was. Da im Dunkeln, da blitzt es. Pss. Warum steht denn der so kacke? Was soll das denn? Welcher Praktikant hat das so hingestellt, du? Eieieiei. Das gibt aufs Maul, definitiv, ey. Wenn ich den erwische, den Praktikanten, ne, dann kriege ich das mal richtig schön welche hier mit einem Rechen übergezogen, ja. Sehr gut. Und dann muss er weiterarbeiten, ja. Und kriegt erst recht keine Knete dafür. Richtig, den beuten wir so richtig aus. Ah, da kennen wir nichts, du. Warum auch, ne? Ja, soll ich hier was schaffen? Faules Pack. Schrecklich, sag ich euch, schrecklich. Hab schon überlegt, wir könnten diese Wiese hier eigentlich auch zutackern, ne? Es würde sich anbieten, also hier das ein oder andere mit draufzusetzen. Das, finde ich, sollten wir auch machen. In Hinsicht auf, hey, wir müssen da uns selbst versorgen, so ein bisschen, ne? Achso, Rohr ist schon ausgefahren? Ne, noch nicht, wollte ich gerade sagen, ne? Halt, falsch, Mensch, komm, jetzt, was soll denn das hier? Leise und dezent. Mhm. Cool. So. Strohablage ist an, genau. Das ist nämlich jetzt das Wichtigste. Damit wir Ballen machen können. Ah, sehr schön. So habe ich mir das gewünscht. Ideal, ne? Hm. Er zieht ein bisschen nach rechts. Das liegt aber, glaube ich, an der Beschaffenheit vom Boden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ganz vorsichtig. Dass wir irgendwo hängen bleiben. Da vorne ist es ein bisschen enger. Ja, mit dem Baum. Ah, klappt alles wunderlich. Ach, geil. So, dann haben wir jede Menge Weizen. Naja, aber mir sind die Ballen eher wichtiger. Naja, die brauchen wir schon eher. Fürs ganze Viehzeug. Also, ja, für Schweine später. Aber jetzt erstmal für das. Und ich denke, wir sollten wirklich gucken, dass wir Schafe holen. Mhm. Na, mal gucken. Erstmal also müssen wir schauen, dass wir unsere Bilanz wieder so ein bisschen positiver hinkriegen. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Kommt gut rüber.
feiert schön oder was auch immer ihr vorhabt. Könnt ihr mal schreiben, was ihr Silvester macht entsprechend. Lasst euch gut gehen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.